Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute steht auch bei mir mal meine Jahresfavoriten für 2014 an. Die Produkte, die ich euch jetzt vorstellen werde, sind nur entweder Drogerieprodukte oder sehr günstige Produkte. Da ich eigentlich relativ wenig Produkte aus der Drogerie habe, aber trotzdem viele günstige Sachen habe, wie zum Beispiel von Elle, von Milani, solche Sachen sind ja sehr, sehr günstig, stelle ich euch das sozusagen als Package vor. Es wird noch ein weiteres Jahresfavoriten 2014 Video geben, und zwar dann nur für High-End-Produkte. Einfach weil es so viel ist, weil ich wirklich ja auch viel benutze, trenne ich das. Und ich denke, das ist eine ganz, ja, ganz gute Lösung. Die ganzen Produkte, die ich euch jetzt mal völlig durcheinander ohne Reihenfolge vorstelle, das sind wirklich Sachen, die ich 2014 komplett benutzt habe und das durchgängig und ohne die ich, glaube ich, 2014 nicht überlebt hätte. Nein, Scherz, aber das sind wirklich welche, wo ich drauf schwöre und die ich regelmäßig benutzt habe und ohne die man 2014 Make-up-technisch nicht möglich gewesen wäre. Dann würde ich sagen, fange ich jetzt einfach mal an. Es geht so querbeet durch die ganze Sammlung, durch mal Lippenstift, mal Foundation, mal... Ich fange einfach an. Und zwar das erste, was ich habe, ist ein Augenbrauenpuder. Es ist von Make-up Revolution und ich hatte es euch schon mal vorgestellt. Es ist so super. Also ich habe damit jetzt auch meine Augenbrauen gemacht. Ich habe es wirklich die letzten locker 5-6 Monate eigentlich nur benutzt. Und es ist echt genial. Also Make-up Revolution, super günstig. Tolle Marke, gerade was bei so Puderprodukten angeht, also Lidschatten, Augenbrauen, Sachen. Wirklich, wirklich klasse. Also... das war eine meiner absoluten Lieblingssachen. Als nächstes ein Produkt aus der Drogerie, worauf ich schon seit Jahren nicht verzichte. Das ist das, glaube ich, Top-Produkt der letzten Jahre. Und zwar, wie jeder weiß, benutze ich immer meine Colossal Volume Express Mascara 100% Black von Maybelline. Ich denke, dazu muss ich nicht viel sagen. Ich liebe sie einfach. Als nächstes werde ich euch meine Foundation oder für mehrere Foundations vorstellen. Und zwar allgemein mal die Marke Elf. Ich bin absoluter Elf-Fan, einfach weil sie unglaublich verträgliche, gut verträgliche Produkte haben für die Haut, was Foundation angeht, BB-Cream angeht, Sprays, feuchtigkeitsversorgende Sachen angeht. Ich vertrage alles und ich habe wirklich extrem empfindliche Haut und da sind kaum Duftstoffe drin, gar nichts. Und das ist super, super günstig. Also Elf solltet ihr echt mal auschecken, wenn ihr dazu Zeit habt und haben eine tolle Qualität. Ich habe einmal von Elf die Acne Fighting Foundation. Das ist wirklich eine super deckende Foundation mit sehr vielen pflegenden Sachen drin. Dann hat Elf eine der besten BB-Creams, die es für trockene Haut gibt. Und zwar ist das ja, wie ihr sehen könnt hier, die normale Elf BB-Cream. Oh mein Gott, und sie ist so genial. Also sie kommt locker an meine Dior BB-Cream dran. Locker vom Tragegefühl her und ist sogar fast noch besser von der Feuchtigkeitsversorgung her. Also wenn man mit ganz, ganz trockener Haut, ihr müsst euch die holen. Wirklich. Dann kommen wir zu dem Drogerie-Concealer, ohne den ich 2014 nicht konnte. Und zwar ist es der Instant Anti-Age Effekt wieder von Maybelline. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblinge für 2014. Ich habe ohne den kaum Make-up geschminkt, sobald ich irgendwas heller machen wollte und gerade konturieren wollte und meine Nase aufhellen wollte und meine Augen schön die großen hellen Dreiecke zu schminken, habe ich immer den genommen, weil der so toll ist. Verläuft nicht, geht nicht in meine Fältchen rein, hält Bombe und ist so schön hell. Dann kommen wir mal zu meinem ersten Lippenstift, den ich 2014 nicht konnte und der sehr, 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 sehr günstig ist. Ich glaube mit 5 bis 6 Euro pro Stück. Ich bestelle sie mal in Amerika, deshalb sind sie für mich meistens noch ein bisschen günstiger. Und zwar ist das Milani Color Statement Lipstick. Dieser tolle goldene Liebling von mir, davon habe ich eigentlich fast alle Farben. Ich liebe diesen Geruch. Wenn ihr das bloß riechen könntet. Also, wenn ihr ihn noch nicht habt, kauft euch ihn. Ich liebe diese. Das ist jetzt die Farbe Naturally Chic. Also, das ist jetzt ein Ton, den ich relativ häufig gerade auch an der Arbeit trage. Und der ist so toll. Also, so natürlich. Die sind super cremig, halten lange. Dann habe ich was, was ich immer gebraucht habe, wenn ich richtig dolles Make-up mit viel Farbe, mit knalligen Farben geschminken wollte. Da durfte der hier nicht fehlen. Und zwar ist das der NYX Jumbo Eye Pencil in der Farbe Weiß. Perfekt zum unten drunter als Eyeshadow Base. Und ja, darauf kommen die Farben so gut heraus. Wenn man wirklich ein krasses, farbiges Augen-Make-up schminken möchte, nimmt man den als Base und die Farben strahlen gleich und halten Bombe.
kommen wir zu einem sehr günstigen Lidschatten, der mich dieses Jahr wirklich komplett umgehauen hat. Und zwar ist die Rede von Make-Up Revolution. Na klar, bei Make-Up Revolution hat mich, was Lidschatten angeht, unglaublich überzeugt. Diese hier kosten 1 Pfund, ein so ein Riesending, und da ist wirklich viel, viel drin. Also umgerechnet 1,25 € bis 1,30 €. Und da kann man wirklich sein Geld mal investieren. Das ist keine große Investition, weil es ist echt günstig und die Qualität ist super. Also ich bin von den Lidschatten wirklich begeistert. Dann bleibe ich gleich noch bei Make-Up Revolution, und denn auch die ganz günstigen, die günstigsten, glaube ich, da von denen. Blushes haben es mir unglaublich gut angetan. Und zwar sind das diese Single, die Matten. Das ist jetzt die Farbe Sugar, die ich eigentlich fast mit am meisten benutze, weil sie, finde ich, zu meinem Hauttyp sehr gut passt. Ich habe aber auch noch, ich glaube, 5 oder 6 andere Farben. Also wieder auch unglaublich gut pigmentiert. Da muss man wirklich schon fast aufpassen, dass man nicht zu rote Bäckchen bekommt. Also wieder was, was ich unglaublich empfehlen kann. Kommen wir zum nächsten Lippenprodukt aus der Drogerie, die gerade im Sommer bei mir in der Handtasche nicht fehlen durften. Und zwar sind das diese Astor Butter Lipsticks oder Sticks. Ich kann schon mittlerweile nicht mehr lesen, weil das durch die Tasche alles so abgeribbelt ist. Also hier ist kaum noch irgendeine Schrift drauf, aber es sind diese Butter Sticks, und zum Herausdrehen. Und dann wieder so einen tollen Geruch. Also man sieht schon, der hier ist ordentlich benutzt. Das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Kommen wir zu einem, ja, auch quasi Lippenprodukt, das ich Mitte 2014 entdeckt habe. Und ohne dass ich kaum noch einen Lippenstift auftrage. Und zwar ist das von Milani, der Anti-Feathering Lip Liner. Also der ist wirklich unglaublich gut. Also ich hätte nie gedacht, dass das so gut wirkt. Ich trage damit immer komplett das auf den Rändern auf und trage dann einen Lippenstift drüber. Und diese gelartige Textur hier, das Weiße, das sie dann drumherum geschmiert hat, fungiert wirklich so als Film, als kleine Mauer, und das zum Beispiel auch gerade was rote Lippenstifte angeht, pink, allgemein dunkle, dass die nicht so verlaufen. Weil das finde ich immer ganz schrecklich, gerade bei den ganzen Pink- und Rottönen, wenn die kräftig sind. Bei mir, dadurch, dass ich nicht so voluminöse Lippen habe, geht das schnell in die Hautfältchen rein, und der hier, der hält das alles bombenfest. Von daher, davon habe ich mir auch schon, ich glaube, 2 oder 3 Stück noch mitbestellt, damit die mir ja nicht ausgehen. Also die sind wirklich klasse, die solltet ihr euch mal angucken. Kommen wir nochmal zu Lidschatten. Ich bin wieder bei einer Marke angekommen, die auch sehr relativ günstig ist. Die ich immer bei Beauty Joint bestelle. Und zwar ist das Milani. Milani hat tolle Lidschatten dieses Jahr rausgebracht. Also sind wirklich erst neu. Und da sind das die Bella Ice Gel Powder Eyeshadows. So sehen die aus, und die sind so, so klasse. Die kosten also bei Beauty Joint, glaube ich, kosten die 6 Dollar. Also relativ günstig. Wie ihr sehen könnt, unglaublich pigmentiert. Also die sind so, so klasse. Die haben hier innen drin so eine kleine Kuhle. Da kann man schon perfekt gleich mit dem Pinsel reingehen. Also echt tolle Form. Und ja, die schimmern auch unglaublich toll. Hier habe ich nochmal Bella Teal. Auch eine ganz, ganz tolle Farbe, in die ich mich so verliebt habe. Als nächstes etwas zum Konturieren. Das habe ich gerade Anfang 2014 viel und lange benutzt. Und zwar ist das wieder von Elf. Elf ist ja auch, kriegt ihr zwar auf der deutschen Seite, aber auch auf Beauty Joint. Also wenn ihr alles, was ihr bestellen wollt, könnt ihr einfach eine Sammel-Beauty Joint-Bestellung machen. Dann kriegt ihr alles auf einmal und müsst nicht viel Versandkosten zahlen. Ja, also das zwar ist das hier von Elf. Einmal so ein Contouring-Puder, also ein Bronzer, der aber wirklich für mich persönlich die perfekte Farbe hatte zum Konturieren, da es sehr gut zu meinem gelblichen Unterton passt. Und ja, da war noch ein Rouge dabei, das habe ich relativ selten benutzt, aber der Bronzer hier, der war wirklich genial. Den kam zu diesem von NARS, den Laguna, wirklich nah. Also sieht auch her von der Verpackung her. Die sind ja von der Verpackung her aufgemacht wie die von NARS. Und ja, aber ich finde sie super. Also was das, da könnt ihr bei Elf auf jeden Fall auch zugreifen. Dann habe ich etwas von einer Marke, von der ich nicht viel habe, und zwar Catrice. Catrice hat einen Eyebrow Lifter Stift, und da hatte ich vieles Gutes drüber gehört, das habe ich mir geholt, und alles stimmt. Ich bin ja jemand, ich schmiere mir gerne was unter meine Augenbrauen und highlighte die unglaublich gern, und dieser Stift ist wirklich toll. Ich meine, den gibt es auch noch mit einem Gelbstich. Ich habe jetzt einen rosastichigen, der nicht perfekt zu mir passt. Ich finde ihn unglaublich schön, wenn das zum Make-up passt, aber ich würde mir wünschen, dass es den auch noch im Gelbstichigen Ton gibt. Weiß ich gar nicht. Hatte ich auch nicht mehr nachgeguckt. Vielleicht wisst ihr das ja.
Als nächstes dann nochmal eine Foundation, die auch bei meinen Allgemeindrogerie-Favoriten mit dabei war. Und zwar ist das von L'Oreal die True Match Foundation. Ich habe sie damals in Budapest am Flughafen gekauft. Und ich glaube, hier heißt sie anders. Ich weiß nicht, ob es hier die True Match oder irgendwie anders noch. Diese Foundation ist so toll. Also man kriegt dann so einen tollen Maskeneffekt. Also unglaublich, wie gefotoshoppt ist, finde ich, sehe ich dann immer aus. Also wirklich eine tolle, tolle Foundation. Ich bin froh, dass ich sie dieses Jahr gekauft habe. Ganz doll froh, dass ich sie entdeckt habe. Kommen wir zum Lippenstift, den ich euch schon vorgestellt habe. Und zwar sind das die ganzen Wet n Wild Mega Last Lipsticks. Unglaublich tolle Lippenstifte. Tolle Qualität. Super günstig. Bekommt ihr auch alle Farben, wirklich alle. Da gibt es so viele Farben von. Die kriegen wir in Deutschland gar nicht. Auch wieder auf beautyjoint.com. Ich habe 24 Farben davon. Es gibt sogar noch mehr. Also ihr solltet auf jeden Fall, guckt bei beautyjoint vorbei. Und diese Lippenstifte, das ist jetzt eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Und zwar ist das Just Peachy. Hier könnt ihr ihn sehen. Und ja, das ist ein Lippenstift, den ich ganz häufig benutze, wenn ich einen Ombre-Lippenstift kreiere. Also zum innen ein bisschen aufhellen. Dann kommen wir wieder zu Milani. Ja, Milani ist auch so eine Marke, die finde ich wirklich, wirklich gut. Und zwar kommen wir zu den Baked Blushes. Ich denke, von denen hat man auch schon viel gehört. Die haben mehrere Farben, ein bisschen mit Steuer, ist jetzt mit Schimmer. Ich habe aber auch noch welche, die matt sind. Die haben hier so eine tolle Klappe, wo einem gleich der Pinsel entgegenkommt und wo noch ein Spiegel drin ist. Und ja, diese Blushes sind wirklich auch super pigmentiert und total klasse. Also auch wirklich eine meiner absoluten Lieblingssachen, die ich am Blush in 2014 eigentlich hatte und eigentlich auch immer oft benutzt habe. Dann kommen wir nochmal zu Liplinern. Lipliner, die ich in 2014 zu 90% benutzt habe, kam immer von NYX. Ich finde die von NYX wirklich unglaublich gut. Ich habe jetzt mal eine Farbe rausgesucht, ich habe natürlich noch viel, viel mehr. Also die malen einfach so unglaublich gut und easy, sind unglaublich cremig, aber halten auch und man kann damit echt super malen. Also die Lipliner von NYX fand ich wirklich, wirklich toll. Finde ich toll. Und ja, habt ihr noch viele andere Farben. Und zum Schluss das Beste. Deshalb hat es sich für euch gelohnt, bis zum Schluss zu gucken und zu warten. Ich liebe sie. Oh mein Gott, ich liebe sie so abgöttisch. Und zwar sind das die NYX Butter Lipsticks. Diese Dinger, oh Gott, sie wurden mir vom Himmel geschickt. Sie sind der Oberknaller. So weich, mega Lippenstift Farbabgabe und fühlen sich so butterweich auf den Lippen an, dass ich das gar nicht glauben kann. Und haben einfach ein tolles Finish. Die wirken matt, sind aber durchgängig wie Butter auf deinen Lippen. Es ist wirklich Butter, es ist nicht wie ein Labello, sondern man hat wirklich das Gefühl, man hat unglaublich weiche Butter auf den Lippen. Ich weiß nicht, so stelle ich es mir vor. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber so stelle ich mir das vor. Die drei, die ich habe, ist einmal Sweet Tart, Razor Fiesta und Candy Buttons, ein unglaublich toller Nude Peach Ton. Oh, ich liebe ihn abgöttisch. Da ist er und ja, diese drei Farben sind so toll. Ich muss mir auf jeden Fall noch wieder mehr bestellen, weil ich ganz vergessen habe die letzten Wochen, Monate, dass ich die noch habe. Aber ich habe sie so ins Herz geschlossen. So viel dazu. Ich denke, meine Liebe zu denen ist klar geworden, ist euch klar geworden. So, das waren so meine, ja, Favorites für 2014 der günstigen und Drogerieprodukte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mich natürlich immer befragen. Packt es einfach unten in die Kommentare. Ich helfe immer gerne weiter. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao!